Willkommen zurück zu WarioWing Mega Party Games! Im letzten Part haben wir die Kuh-Minispiele gemacht vor Orbulon. Da mussten wir uns hier richtig anstrengen, um da gut auszusehen. Vor allen Dingen der Boss, der war richtig cool. Wer das nicht gesehen hat, unbedingt nochmal den Boss anschauen. Wir wollen jetzt aber weiter mit den Realitätsspielen von Dr. Krygor oder Dr. Shigor, wie der coolste Markus auf YouTube sagen würde. Na ernsthaft, der nennt ihn immer Dr. Shigor. Wie kommt der da drauf? Ich feiere das immer ein bisschen ab. Aber natürlich heißt er Dr. Krygor, wir wissen es ja alle. Realitätsspiele vom verrückten Wissenschaftler. Nenn mich Dr. Krygor. Dr. Krygor. Und nicht Dr. Shigor. Ja, ich bin Wissenschaftler. Und meine Spiele basieren auf Wissenschaft. Die Realität. Wie zuvor ist dir bei Spielen ein derartiger Realismus untergekommen. Ja, genau. Sieh und staune. Ja, du bist echt besessen, oder? Riesenbanane von Mario Kart Double Dash. Spezialeite von Donkey Kong und Diddy Kong. Yo, da komme ich vor Freude sogar mal ins Mikro. Yeah, einfach aufessen hier, schnell auf A drücken hier. Läuft bei mir, ändert sich gar nichts beim Schwierigkeitsgrad oder was? Wie langweilig ist das denn? Okay, ich gehe mal. Ja gut, die Banane braucht mehrere Bissen. Also erst ist irgendwie so ein Verfressen oder Wario persönlich oder was. Dann kommt irgendwie nur, was weiß ich, Mario und dann kommt, keine Ahnung, Peach, die auf ihre Figur achten muss. Weit hergeholt, ich weiß. Ging, ne? So schlecht war der Vergleich jetzt auch wieder nicht. Wer lässt denn einfach Bananenscheine im Weltall liegen? Also bitte, also Bananen, die gehören auf Rennstrecke, das wissen wir auch alle. Alle, die Mario Kart spielen, ja, aber es ist nichts Besonderes. Ne? Ich gebe jetzt einfach mal eine 3. Wird nichts Besonderes. 3 minus sogar, weil es wirklich. Mein Gott, das frisst nur auch, da fehlt der Humor, da ist nicht wirklich was bei. 3! Yo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Hello again! Ah, ja, mal mit seinen Kommandos, ne? Ist der geilste. Ja, stimmt, Dr. Krygor, den mag ich eigentlich auch noch gerne von den ganzen Leuten. Dr. Krygor, Spitz, 9 Volt und Varia! 3! Seinen Kommandos finde ich am geilsten und Wario finde ich auch cool, von den Kommandos her. Oder Jimmy. Hey, DJ. Wie viel müssen wir hier eigentlich noch schaffen? Ah, 4, okay. Nom. Ich bin DJ. Donkey Kong. He's the leader of the pack. Oh, yeah. Okay. Banane, oh du geile Frucht, die ich schäme ich. Banane. Oh mein Gott. Oh, da hat er sie nicht aufgegessen. Da war nicht der Heißhunger da. Oh, Banane. Ah, dammit. Ich könnte natürlich alles geben, aber ich mache jetzt extra nicht mehr so schnell. Ich könnte das noch schaffen. Aber einfach keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. Deswegen werde ich jetzt auch failen. Miam. Das kam gut. Na ernsthaft, wir haben es ja gesehen. Jetzt hier nicht Weltrekorde aufstellen. Spiegelein! Das ist doch schon um einiges interessanter. Und wie Dr. Krygor, ich dachte, Realität spielen wir hier. Also Berge, Spiegel bei den Alten, die irgendwelche Lichter reflektieren. Ja. Ein sehr schweres Spiel. Ich spiele ja im Fullscreen und kann es trotzdem nicht. What the fuck? Boy! Muss man das machen mit Timing? Ja, meine Fresse! Jo, aber das geht, oder was? Am besten ist, man strahlt das Licht mittig von dem Spiegel hin. Hier, seht ihr, hin geht es auch. Das ist echt schwer. Gibt aber von mir
eine 1, weil es echt anspruchsvoll und alles auch cool ist. Yes! Wir haben sogar die Blume bekommen. In 1. Da kann man euch mal abfeiern hier. Ah, oh, es ist so schwer. Aber nicht scheiße. So, Geisterfahrer. Geisterfahrer, wir sind alle auf dem gleichen Lager. Okay, ich bin voll auf der Autobahn hier, voll konzentriert. Und ich merke erst jetzt, dass ich auf der falschen Spur bin. Ich meine, ich bin immer neben der Spur, wer mich kennt, weiß es ja, aber... LKWs, böse LKWs. Ja, mich kotzt es immer so an, wenn ich auf der Autobahn fahre, immer diese scheiß LKWs, dass sie sich immer überholen müssen. Wieso bleiben die nicht einfach auf ihrer blöden rechten Spur und chillen da ihr Leben? Die überholen sich gegenseitig halt den gesamten Verkehr da auf. Was? Aber voll 1 war ein geiler Humor, gibt jetzt schon eine 1 von mir. Ernsthaft. Ist ja auch nicht schlecht, das Spiel und dieser Humor, ey. Einfach mal Formel 1 war auf der Autobahn, ja, ist klar. Also jetzt ernsthaft, mal, wieso überholen sich die LKWs gegenseitig? Was soll denn der Scheiß? Dann beschweren sich, dass überall der Stau ist. Beschweren sich, dass sie zu spät kommen. Sie produzieren doch hauptsächlich die Staus. Ist doch voll der Scheiß, Mann. Überholen sich die LKWs. Der eine fährt vielleicht 85, der meinte mit 90 den überholen zu müssen, weil der 5 km/h zu langsam ist. Ey, so ein Blödsinn. Ich reg mich da immer so drüber auf. Dann muss ich sehen mit meiner langsamen Kiste, wie ich dann diese scheiß LKW noch überhole. Dann muss ich auf dritten Spur meine Kiste die anderen stressen darum. Mein Auto kann halt nur 180 höchstens auf der Autobahn. Und dann muss ich schon echt lange beschleunigen, dass ich da drauf komme. Und das regt mich so auf. Yeah, free! Wir haben das schon lange geschafft, oder was? Und wo ist hier die Schwierigkeit? Leicht ist es jetzt vielleicht nicht, aber schwer ist auch nicht. Mittel. Hier, yeah, full! Das ist echt deine Lieblingszahl, oder? How old are you, Dr. Cry? You are 3 years old. Excellent. Jo, habe ich gut erraten, ne? Man sieht's ihnen an, Herr Wissenschaftler. Ah, Gottdammit. Mein schöner roter Flitzer. Gerade neu gekauft. Jetzt konnte man es gar nicht mehr sehen, aber 32 schon schlecht. Wie viel war hier denn überhaupt verlangt? 10 Uhr? Lol. Nahkampf. Oder wird es vielleicht doch eher ein Krampf? Ne, das ist auch cool. Yeah. Beautiful Joe-Verschnitt, ey. Ah, yeah, ich bin Chuck Norris, kommt doch alle her, ihr scheiß Ninjas, ich bin alle kaputt. Oh yeah, Bats, yeah, I'm the king, I'm the greatest, I'm the world champion. Yeah, 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 wie abgeht, ey. Das ist geil, jetzt schon 1 plus von mir. Ich erinnere mich aber an, das CDI-Spiel Asterix große Reise, da gab es auch so ein Spiel, wo man dann die Römer abwehren musste, die aus zwei Richtungen kamen. Das war echt genau so. Das ist ja der Mario Party Vorgänger. Asterix die große Reise fürs CDI. Na ja gut, es gab auch nochmal für Sega irgendwie so ein Sonic-Spiel. Sonic Shuffle heißt es, glaube ich, das ist auch so wie Mario Party. Aber das kam ja später raus. Nach Mario Party noch. Also wirklich, das erste, was damit angefangen hat, war CDI. Mit Asterix große Reise. Ja, komm, die 4 will ich jetzt aber schaffen. Yeah, Chuck Norris, oh fucking hell! Wusstet ihr... Ah, oh, fickt euch doch ins Knie, ey. Wusstet ihr überhaupt, dass Chuck Norris wirklich mal Karate-Weltchampion war? Das ist kein Spaß, ne? Darum geht er auch so end up in dem Film. Der war wirklich mal Weltmeister. Im Karate. Ah, dekorieren, das ist ja nur schwer, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. So geht das schon hier, hier, Schwarzwälder. Läuft. Sehr geile Torte, esse ich super gerne. Ich mag nur diese Sahnentorten nicht. What the fuck? Wer will noch so eine fucking Prinzenrolle in den Erdbeeren? VTF. Very nice. Okay, so sieht das nicht appetitlich aus. In der Mitte soll die nicht. Aber jetzt bitte, was? Ja, natürlich, ey, was für ein Scheiß. Das ist ein typisch dieser japanische Humor. Einfach nur random, einfach nur Quatsch. Das ist WarioWare. Perfekte Schwarzwälder. Oh,
Okay, nicht ganz perfekt. Dammit. Noch eher. Scheiß Prinzenrolle. Wo ich die so gerne esse. War nur die richtige Prinzenrolle von The Beukeler, nicht vor Aldi oder so ein Scheiß. Ah, das war perfekt. So, jetzt. Demut! Zerstreuen! Ja! Excellent. Ja! Alter. Dammit. Fuck. Fuck, Mann! Was kannst du eigentlich? Du Noob. Katzenschlag. Ach so, was gab das? Nee, 1 plus. Da gebe ich mal. Für den Humor, für die Schwierigkeit. Ja, doch. Da kann man ruhig auch eine 1 minus geben. Katzenschlaf! Das ist ja fies. Ah, drücken, wenn die Katze ihre Augen zu hat. Das könnte richtig schwer werden, die trollt einen nämlich. Ah, da kann man sich so leicht aufregen beim Spiel. Kätzlein, schlaf, deine Mutter ist ein Schaf. Ding, dong, dong, Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dong, friere Jacke. Ich kann kein Französisch. Hörst du denn nicht die scheiß Glocke auf Französisch? Naja, es geht echt. Es geht, ja, die verarscht einen manchmal schon ganz schön. Weil schwer ist richtig asozial. Aber, ja, man kann schaffen. Voll der Übermüdigkeitsblick, ey. 5 Tage keinen Schlaf gehabt. Läuft bei ihr. Ja, das hier ist natürlich das perfekte Beispiel für die Realität, aber das so später mehr. Aufzucht. Werden wir die Welt retten! Wir nochmal kurz die Welt retten. Ein riesiges Knetmännchen wehrt die Meteoriten auf Doom ab. Die auf die Erde einzustürzen. Und er ist eigentlich der Mond, ne? Egal. Stärken. Ein Alpha-Männchen. Sieht ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen, ne? Das Knete gemacht, ey. Auch Stärke. Ja, apropos Stärke, wenn ihr jetzt wirklich dieses Weiß aus dem Brötchen rausnimmt oder aus dem Weißbrot, dann könnt ihr jetzt ja auch so ein bisschen kneten. Und das ist ja wirklich Stärke. Und ich denke, da aus dem Material ist tatsächlich jetzt hier dieses Alpha-Männchen gemacht. Deswegen sagen die jetzt hier Stärken. Das soll so ein kleiner Wortwitz sein, denke ich mal. Ist ganz humorvoll umgesetzt, deswegen gebe ich mal eine 3 plus, aber ist natürlich jetzt wieder nichts Tolles, ne? Ist einfach genau wie bei Bananen, nur schnell ein A drücken. Er war ganz cool. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und so weiter. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, meine ich natürlich. 33! 43! Nein, wir sind free! Ich glaube, er mag sehr gerne, wenn es was für for free gibt, ne? Ah, Dr. Krygor. Da war ich nicht schnell genug, habe ich nicht schnell genug reagiert, aber ich kann das natürlich. Ihr wisst, dass ich der Button Smasher King bin. Muss ich euch das jetzt bis Level 40 noch demonstrieren oder was? Ich glaube ja, sonst glaubt ihr mir es nicht, wenn ihr mein Mario Party Let's Plays nicht guckt, ihr bösen Jungs. Guckt ihr nicht mein Mario Party Let's Plays? Müsstet ihr sich schnell im A drücken, dass ich ungeschlagen bin. Dass ich jeden Platten mal im Schnell A drücken, aber ich reicht trotzdem nicht. Der Schwierigkeitsgrad ist zu einem Messling gestiegen. Denn für ein schwerer Scheiß geworden. Okay, 3, ne? Enderfisch. Ja, der Fisch ändert sich ein bisschen, ne? Fährt nicht seinen Stahl aus.
Er ist so ganz knuffig, ganz süß, ne? Ach, wie süß. Und dann, böser Junge. Böser Evil. Und tschüss. Free. Nein, es war Number 2. Dr. Krygor. Lern mal zählen. Kommt jetzt noch einer? Hä? Das war jetzt hier schwieriger. Ha! Wie er dann heult. Geil, gib von mir eine 1 minus. Ja. Ne, 1, ich find's lustig. Der Humor und alle, das Reaktionsspiel gar nicht mal so leicht. Das ist schon okay. 1. Ja. Das ist cool. Hi, du Hai! Wollen wir mal heiraten? So viel zum brutalen Weißen, ey. Ich glaube, ich habe gar nicht auf meiner App den weißen Hai. Das fehlt aber in der App. Oh, wird er angeknabbert. Bist du auch wirklich zum Anbeißen? Ach, der täuscht an, der Wichser. Der weißen Hai, aber ich werde nie auf der App. Oh, da muss ich mal hinschreiben, ey. Wieso ist denn da der weiße Hai nicht drauf? Da ist so viel Schwachsinn drauf. Ah, der weiße Hai fehlt. Das hätte jetzt hier gepasst. Egal. Wie schon diese App, wo man die ganzen Töne mitmachen kann. Let's Party auch. I like to move it. Du Arschgesicht. Ja, das ist bei schwer, dass er antäuscht. Hier ist der Abstand zum Hai weit als bei normal. Und hier trollt er einen so ein bisschen. Excellent! Dammit! Was? Hat der Excellent gerade gesagt? Hurry! Ah. Free! Egal! 27 ist schon so schlecht, ne? Riesenapfels. I'm sorry, don't worry, it's good to be Kartoffelpüree. Gleich Wert wie bei Bananen. 3 minus ist halt nichts anderes, ne? Ja, ein Apfel im Himmel. Das ist bestimmt der Apfel von der Bibel, vom Paradies. Weil die Schlange Eva verführt hat. Esst Gott den Apfel, esst Gott den Apfel, bitte. Weil ich habe sonst noch keinen anderen Apfel im Himmel gesehen, lol. Beziehungsweise, ich glaubte ja nicht mal dran. Aber ich habe auch noch nichts sonst vom Apfel im Himmel gehört. Deswegen außer in der Bibel, ne? Okay. Free! Ich vermisse dein Free, Dr. Krygor. So geht das aber nicht. Das ist leichter als das mit Stärken. Also der Typ, den man stärken muss für den Meteoriten, das ist wirklich nicht so leicht. Das hier geht viel chilliger. Nom. Grün sein. Das schmeckt so gut. Very nice. Ja, du sagst es. Very nice, Apfel. Ja, was esst ihr denn am liebsten für Äpfel? Ich bin ja nicht so ein Apfel-Fan. Ist eigentlich nur ein Apfel, wenn ich nie auf Toilette kann. Ist bei mir manchmal so, sind die auf Toilette, kann dann erst den Apfel und dann geht es wieder besser. Und dann esse ich am liebsten auch hier diese knallroten, die süßlichen. Oder halt wirklich so ein ganz giftgrünen, so ein ganz sauren, aber nichts dazwischen. Die finde ich sind zum Kotzen. Elstau, wie sind die alle heißen, das ist doch widerlich. Schmeckt ja nur nach Wasser. Also eure Lieblingsäpfel könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Boskop nimmt man ja meistens immer für Kuchen und so. Das ist auch cool, ne? Apfelkuchen geht immer rein. Gibt's noch schönes mit Äpfel? Apfelmus mache ich überhaupt nicht. Was gibt's noch mit Äpfel? Nichts, Apfelwein, gibt's das? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich gebe übrigens wieder nicht alles, ne? Ja, ich kann es mal ans Mikro halten. Drück nur ganz gediegen drauf. Eben mal Stärken, da habe ich wirklich alles gegeben. Und das hat nicht gereicht, ist klar, ne? So, 41 reicht auch. Also, die schnelle A drücken, wie ich spiele, bin ich.
ein Fanfight hätte eins wirklich gereicht. Das gibt's so oft in den Spielen. Big Band gibt's jetzt aber erstmal. Hundeface! Voll der schwachsinnige Humor wieder mal. Typisch Japaner! Da kommen hier irgendwelche Sounds raus. Hören wir uns gleich mal an. Oh mein Gott. Jetzt mal alles ohne Commentary. Was für ein Scheiß. Klingelt erst so ein Telefon. Hello. Das ist ganz normal weg. Alter, ist das Geilste. Diese japanische Hintergrundmusik. Aber das ist auch geil. Aber das geht, ne? So schwer ist das Minispiel nicht. Hängt so englischer Soldat oder so. Der gibt hier die Noten an. Ah, und wenn es schneller wird, ist es fies. Ich gebe mal eine 1 fürs Minispiel. Humor ist gut. Schwierigkeit. Ah, eigentlich 1 plus, ne? 1 plus, ja. Doch, doch. Variation, mein Schwierigkeitsgrad. Es ist schwierig. Der Humor ist da. 1 plus. Doch, 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 doch. Das ist geil. Das muss man eigentlich nur A spam. Zack, zack, zack. Oh, doch nicht spam. Hä, das ist auch geil. Was so? Ah, dammit. Ja, jetzt bin ich raus, ey. Ja, so schnell ist der Kommentar nicht mehr mit. Ich habe eine lange Zauberlagetrug, eine Leitung wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Angriff vom Mars. Wieso vom Mars? Sind das irgendwelche Aliens sein? Irgendwelche Außerirdischen? Für mich sind es irgendwelche komischen Maulwürfe aus Gummi. Weiß nicht, sieht doch aus wie eine Erde, oder? Grün, Gras und alles. Gras! Wird das Gras geraucht? Ah ne, ich sing's lieber nicht weiter. Sonst gibt's wieder Hater-Kommentare, hab ich keinen Bock drauf. Obwohl's nur Spaß ist. Okay, ich kann es hier umformulieren. Wird das Gras geraucht? Der Simmer! Naja, jetzt sing ich's trotzdem nicht weiter, weil es ist so versautes Lied. Und wer hat's gesungen? Meine Mitschüler in der Grundschule, natürlich. All die, die auf der Hauptschule gingen. Dann wisst ihr schon, wie das Lied weitergeht, ne? Ja. Ich möchte es echt jetzt nicht ausformulieren. Ich weiß auch gar nicht, wo die das weghaben. Amazing. Du Wissenschaftler, du Physiker. Ist mir wieder selbst übertroffen, ne, Dr. Krygo. Ja, es gibt aber auch eine 1 plus hier, das macht schon Spaß. Ist auch anspruchsvoll und cool. Das ist natürlich ein altes Spielprinzip, das Maulwurf-Kloppen. Oh ja, Maulwürfe sind ja schon vor Aussterben bedroht, Mann. Die wurden ja immer umgebracht mit Giften und allem Scheiße, weil die Leute die Maulwurfshügel nicht mochten. Habt ihr schon mal in euer Leben Maulwurfshügel gesehen? Ich nicht. Die gibt's nämlich schon gar nicht mehr. Und naja, früher hat man die echt gejagt und gehasst, diese Maulwürfe. Deswegen hat irgendein genialer Kopf sich hier so ein Minigame ausgedacht. Mit einem Hammer auf Maulwürfe einschlagen. Und daher kommt diese Idee eigentlich. So ist es. Jetzt sind wir es zu schnell, aber 20 ist eine gute Zahl. Kann man ein bisschen stolz drauf sein. So, Blockade, genau. Yeah, wir sind bei Realität, ne? Dr. Krygo hat die Realitätsspiele. Bitte, hab das. Bankangestellter, der immer schnieke ist mit einer Wassermelone. Ja, er liegt auf dem Boden und hält die Wassermelone in Luft. Das ist die Realität in Japan. In Japan. Natürlich. Mich würde interessieren, ob das irgendwelche Mitarbeiter von WarioWare Inc. Mega Party Games sind. Ja, die Alte! Ey. Wachs mal ein bisschen, kein Frucht zu essen oder was? Ey, das ist der Geilste. Das ist der Killer. Gib von mir eine 1 plus wegen dem Humor. Das ist nicht das witzigste Minigame. Oh, mein Kreuz! Das ist echt geil. Scheiße, immer die Wassermelone nur ist, aber egal. Passt schon. Hä, ist doch so geil. Füllt doch fast den gesamten Bildschirm aus. Ja, er kann geil. Sie ja schon besser. Echt, mit ihr kann ich besser umgehen als mit ihm. Vielleicht, weil es eine Frau ist, ne, Schätzelein? Oh, er ist so ein Loser, ey. Schon wieder fast gefailt. Du!
Blitekuh. Ah, echt cooles Minigame. 1 plus. Humor, geil, alles geil, alles geil, 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 geil. Fontäne! Zahnbürste, nee, das ist so ein Spritzding. Airbrush für die Zähne. Immer die Blüte da abspritzen. Oh, was das nochmal darstellen soll? Ja, wir gießen die Blumen mit so einem Sprühding für die Zähne. Läuft bei ihm! Beim Dr. Trigor. Kommt nur ein einfacher Strahl raus. Vielleicht verstopft, wenn ich mal mit irgendeiner Chemikalie dran gehe. Du kennst dich doch bestimmt aus als Wissenschaftler, wie man das wieder beheben kann. Das Problem, die Technik und alles. Kriegst du ihn, oder? Free. Ja, er sagt eh immer nur free. Kauft dir halt so ein Ding for free. Diese Musik, ne? Das geht mit dem Spiel schwer zu sagen. Reaktionen spielen ein bisschen zu leicht. Und, Zwei. Doch, zwei. Zwei, zwei minus. Aber eher ein zwei. Very nice. Bist du Jimmy oder was mit deinen ganzen Wiederhol-Echo-Scheiße? O2 ist das Schlechteste, was du haben kannst als Handy. Also bitte. Das Handyvertrag. Hast du nie empfangen? Free! Es geht. Boah, Alter, wie die abgegen die komische Möchtegänse-Armbürste. Montageband! Fließbandarbeit en masse. Arbeit für Dumme. Ey, Quatsch, muss ja auch einer machen. Aber wir da blöd fand, das ist es einfach so. Wenn immer das Gleiche macht. Nicht sehr gesund. Ja, und was ist hier jetzt schwierig dann? What the fuck? Ich mag das Prinzip hier. Oh, ich fand das jetzt übrigens schwieriger als das Schwere. Kein Witz. Der hier ist auch leichter als der leichte. Und der ist der einfachste, finde ich. Ohne Witz. Der schwierigste ist er hier. Jetzt geht ich dem Spiel. Ah, kann ich noch nicht beurteilen. Mal gucken, das schwieriger wird, wenn die Geschwindigkeit schneller ist. Ja, hier ist der schwierigste. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Hier, also wenn ihr mal ein Auto haben wollt, ne, einfach hier klingeln bei mir, ruckzuck, hier ein paar Sekunden habe ich euch das fertig gebaut. Einfach Karosserie drauf, ohne Motor, Reifen, fast, fast schon, könnt ihr ja schieben, ne. Ihr habt ein Auto, ob es funktioniert, kann ich euch nicht garantieren. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr. Ah, damn it, wieder keine Blume für mich. Okay, es wurde doch noch schwierig, deswegen gebe ich mal eine 1 minus. Medium. Es gibt ja so ein Steaks, englische Steaks. Mache ich ja gar nicht. Ne, dieses argentinische Steaks, ja, gibt es auch englische von. Mache ich überhaupt nicht, weil die machen es entweder mega blutig, dass ich überhaupt schon keinen Appetit mehr habe, weil es widerlicher meiner Meinung nach nicht mehr geht als so ein blutiges Steak. Oder es ist noch fast roh, also so pink. Also, ne, da könnt ihr mich mit jagen mit so beschissenen Steaks. Aber wenn es Medium ist, dann geht das eigentlich, ne? Und hier steht ja Medium und das sieht doch gut aus. Es ist nicht pink und es ist nicht blutig. Oh doch, das tropft da runter, ne? Wie geht das ist doch... Bah, guck mal, wie es da runter tropft. Das ist echt so ein blutiges Steak. Oder es ist fett. Guck mal, wie es tropft. Das ist so widerlich. Aber ein leichtes Minispiel ist jetzt nichts Besonderes. Gibt von mir auch nur ein 2. Very nice. Ja, ich finde meine Bewertung nice. Danke, Dr. Krygor. Aber das Problem ist, hier kann man auch wieder einfach hier den Control-Stick kreisen. Leider Gottes. Deswegen muss ich jetzt auch wieder meine Note revidieren und eine 3 plus geben. Weil es viel zu einfach ist. Ja, gut, jetzt bei schwer ist schon tricky.
Aber so ist es echt kein Problem. Okay. Oder vielleicht doch? What the fuck? Noch schneller kann ich aber nicht drehen hier. Fuck. Doch nicht so leicht. Okay, ich bleib bei meiner 2. Das heißt, mit Trick geht's nicht. Nochmal das gleiche, Elektromio. Wie heißt das? Gedankenkraft. The next Yuri Geller. The next Yuri Geller. Diese Musik. Also steht ja, man soll immer hoch und runter machen, aber altes Mittel. Einfach wieder kreisen. Aber bruch kreisen. Hi Löffel. Wie er jetzt sich auch immer gekreiselt hat. Ah, abgebrochen. Yo, I'm the real Uri Geller. Ne, der Richtige biegt den ja nur, wie hier. Ja, das ist das Richtige. Wobei, das Mittlere könnte ich mir auch noch vorstellen bei Uri Geller. Aber das hier nicht, das ist abbrechen. Na gut, wenn er weitermachen würde, würde es auch abbrechen. Ne? Ja, das ist schon Uri Geller mäßig. Ganz witzig, ganz cool gemacht, aber auch sehr simpel. Deswegen gibt es auch hier wieder nur einen 2 für. Und ich finde es auch zu leicht, deswegen kann man eigentlich schon von einer 2 Minus reden. Ist nicht leichter als das mit den Steaks da. Ich kann einfach hier kreisen und bin rucki zucki fertig. Die Zeit ist noch nicht mal halb um und ich bin schon hier mal fertig, egal wie schwer, verdammt. Guckt ihr euch das an? Ah, wobei. War schwer vielleicht jetzt nicht, aber guckt ihr euch mal an bei leicht oder mittel hier. Über nur 3 Sekunden am Ende immer noch. Ich bin heute the next Uri Geller. Also ich hätte mich da auch früher anmelden sollen, hätte ich Vincent Raven noch in der Tasche gesteckt. Ich einfach hier meinen WarioWare Mega Party Games angemacht. Eben mal gerade gezeigt, wie man so Löffel verbiegt, Mann. Hätte selbst Uri Geller noch gestaunt hier, ja. Ja, hier, passt mal auf, hier, das konnte Uri Geller hier nicht hier. Geil. Ich dachte, er ist schon abgebrochen und dann war es doch noch nicht, aber ich musste zum Glück nur einmal nach oben machen. Ist somit noch geschafft. Schon lange hier wieder geschafft, aber naja. War trotzdem weiter. So ist sogar noch leichter, man muss nicht mal kreisen, man kann den so schräg halten, den GameCube-Controller. Dann immer einfach so an der Handfläche reiben. Hört sich ein bisschen pervers an, ne? Aber so geht's noch besser. Gucken, wie weit ich komme, bis 15 mache ich, dann habe ich keinen Bock mehr. Weil ab 50 wird es ja auch nicht mehr schwieriger. Willst hier keinen Weltrekord oder so aufstellen? Zu leicht das Minispiel, ihr seht selbst, ne? Vor allem habe ich jetzt einen Speed drauf. Da könnte ich unendlich mal 999 wie jetzt schaffen. Ah, bin ich bei 50, lass jetzt gut sein, ne? Mal gucken, was gleich für ein Minispiel kommt. Das ist mir zu leicht hier. Die Blumen haben wir ja sowieso schon und jetzt kommt Picasso. Ein bisschen malen hier, ein paar Arbeiten auf Picasso und Kunst. Oh, na, das finde ich sehr geil. Gibt für mich auch eine 1 Plus. Vielleicht jetzt nicht das schwerste Minigame, aber macht Spaß. Einfach mal zum Punkt hin mal. Zu diesem Stern. Male nach Zahlen. Nur ohne Zahlen. Oh, das war fies. Das war fies. Direkt in eine falsche Richtung angefangen. Was? Rollt sie noch. Ah, muss ich mal gucken. Wie ist der schnellste Weg zum Stern? Was? Schon eins der leichteren, das stimmt schon. Ah, Fragezeichen. Soll ich mal was malen? Na gut, hierbei vielleicht jetzt nicht, aber bei leicht. Bei leicht kann ich es mir erlauben. Yeah. Oh. Komm, Violinschlüssel. So ging der aber nicht. Ich habe genug Zeit dafür, Mann. Free. Ah, komm, die 8. Wir schaffen das jetzt noch, oder?
Wir sind konzentrieren hier. Wenigstens die Blume kriegen, dann kann ich immer noch ein bisschen trollen. Oder auch nicht. Weil ich getrollt habe, ist jetzt aber egal. Es ist ein 1 Plus, das ist ein cooles Spiel. Wildes Nashorn. Tara, Tara, ey. Eigentlich macht man das ja mit einem Stier, ne? Okay, einmal durchlassen. Nochmal das Nashorn. Und der, ja, wie nennt sich das eigentlich, der das macht hier mit dem Tuch? Die haben noch einen speziellen Namen. Nicht Dompteur, wie nennen die sich denn? Egal. Ah, siehst du rot? Tja. Du siehst rot, du bist auch schon bald tot. Ja, leider müssen die ja diese Tiere, die sowas machen, grausame Qualen erleiden. Ich finde das eigentlich immer recht nice, wenn dann so ein, ich nenne es jetzt einfach Dompteur, richtig Schaden bekommt. Weil es ist meistens sehr, sehr unfair für die Tiere und dient halt nur der Belustigung der Leute. Wie früher im alten Rom die ganzen Kolosseum-Gladiatorenkämpfe, ne? Ist einfach so. Wird ja hauptsächlich in Spanien betrieben. Ich glaube nur in Spanien sogar. Diese Scheiße hier. Ich glaube, die Tiere werden auch teilweise sogar vorgeschwächt. Damit auch gar nicht schief geht. Das ist mal richtig nice in Nachrichten. Wisst ihr, ist so ein Stier in eine Zuschauermenge gekommen. Selbst schuld. Also ich bin jetzt kein Tierbefürworter. Ich bin nicht bei Greenpeace oder sonstiges. Aber ich finde das schon echt ein bisschen bekloppt. Da finde ich schon echt geil, wenn ein Tier gewinnt. Aber das Minispiel war auch anspruchsvoll und ganz cool. Kriegt von mir eine 1-. Okay, noch 6 Minispiele mit dem Boss-Game. Gemüsepuzzle kommt jetzt! Das kann ich nicht. Na gut, auf easy geht's ja noch, aber... Ey, das ist so schwer! Gurke, auf die Gurke, auf die Schurken! Ja, ich hab schon mal schönere Kartoffeln gesehen, ne? Ey, die Tomate hat das Style. Halb Tomate, halb Paprika. Das wäre voll geil, Mann. Stirb, Kartoffel! Die Gurkette auch. Boah, die sieht voll pervers aus, ey. Oh. Da habe ich ja wieder was gemacht. Wie war das mit das Spiel? Kann ich nicht? Da sehe ich das. Ja, ernsthaft, das ist nicht meins. Blitzquiz! Das hätte eher zu Orbelon gepasst, zu IQ-Minispielen. Okay, wähle Schwanz. Schwanz! Oh, er hat Schwanz gesagt! Penis! Da habt das, ihr wolltet es doch. Wähle Falter. Ah, oh, der betreibt hier. Sag schon, Mimikry. Kein Blatt. Falter. Ja, der betreibt Mimikry. Mimikry ist ja eine Gestaltannahme. Das Nachmachen eines Gegenstands einer in der Umgebung oder sonstiges. Was ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Und ja, der Schmetterling hat sich... Kein Lebewesen, Blatt. Der Schmetterling hat sich jetzt in die Gestalt des Blattes begeben. Kein Schwanz. Was? Ich lese das gar nicht richtig mit. Ficken. Wähle Kopf. Schlangenkopf. Kopf oder Zahl. Kein Lebewesen, du Blatt. Du Blatt, da bist du Blatt. Wähle die Hand. Das ist ja alle Hand. Wähle Falter. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr wand. Das ist ja alle Hand, sprach die Wand. Das stand doch. WTF, der Schwanz stand, wähle keinen Schwanz. Und da war dann Flugzeug und das war ein Schwanz. Nennt man das Hinterteil des Flugzeugs auch Schwanz? Ach, kein Lebewesen nimmt da die Schlange. Ah, egal, egal. Ich muss ja auch nicht immer die Blumen holen, ne? Aber ich habe ewig keinen Bock zu, bin ich ehrlich. Frecher Affe. Ach so, was gebe ich dem Minispiel? Blitzquiz. Nicht schlecht, 1. Gar nicht so leicht. Ach so, und das da eben mit der Kartoffel und so. Das Gemüsepuzzle. Boah, nee, das kann ich gar nicht. Ich mag es auch persönlich. Ich mag es nicht. Es ist viel zu schwer. Gib dem Spiel eine 4+. Das hier finde ich immer cool. Das gibt von mir eine 1. Nichts Besonderes, aber liebevoll gemacht, süß und auch nicht ganz so leicht.
Schon fordernd. Ja, vielleicht nicht, aber normal und schwer. Geht schon ordentlich ab. Da macht er einen da ganz hinten hin und dann einen ganz vorne in das Schlitzohr. Jetzt war aus dick hinter den Ohren, alte Donbanano da oben im Baum. Weil Baum und weil ich's kann. Nein! Oh, wie abgeht. Alter, schmeißt du Subs da nicht einfach so runter, die scheiß Äpfel. Meine Fresse, frisst du auf oder so? Meine Fresse, mach das Stück für Stück, du alter Hektiker. Du Elektriker, du Hektiker. Ah, ja. What? Hab gefailt und zählt. WTF. Ja, das Problem ist jetzt, wenn es so schnell wird, dann bewegt sich diese Schale auch so schnell und es wird nicht megamäßig schwer, das abzuschätzen. Oh, das war mein Stuhl. Aber das hat man nicht gehört. Erbsenschnippen. Achso, der Affe 1, ne? Habe ich schon gesagt. Ja. Ja, Erbsenschnippen ist jetzt auch nichts Tolles. Was ist da schwer dran? Schnipp 1. Schnippst du 3 und zähl trotzdem. Einfach hier. Zack, zack, zack. Kriegst du immer. Oh ne, ist doch viel zu. Was? Und man braucht nur 20 Wins hier. Ist doch so leicht. Vielleicht wenn es schnell wird, dann ist es nicht mehr so leicht. Ich hab. Oh, guckt euch das so an. Da schafft man auch immer 3. Habt ihr schon mal im Real Life gemacht? So die Erbsen aus so einem Ding rausgeholt? Ich nicht. Jetzt habe ich die Schwierigkeit verstanden. Das muss wirklich. Der Finger muss in der Mitte sein, sonst geht das Ding da nicht raus. Tricky! Okay, dann gibt's gleich 2 Noten. Besser, ich wollte eigentlich eine 3 geben, aber jetzt gebe ich eine 1. 1 minus. Ach, crap. Das ist echt heftig, Mann. Freak! Hurry! Amazing. Boah, crap, ey. Heilige Scheiße, viel zu schwer. Pfötchen, gib Pfötchen. Mach Platz, betteln. Und leg dich hin. Leg dich hin, mach gar nichts. Ganz braver Junge. Ganz lieber Junge. Ja. Oh, bist du brav. Bist du brav, ganz süßes Hündchen, Junge. Du bist so brav, du bist so toll. Du bist so toll, du bist auf der ganzen Welt. Oh, liebe Borde, Conny. Du ganz toller Conny. Du süße Conny. Du wunderbarer Hund. Oh, nicht heulen. Nicht heulen. Ich geb dir auch dein Pedigree zurück. Ich geb dir dein Pedigree zurück. Aber bitte, bitte, du bist der beste Freund. Okay, lassen wir das abspasten. Aber musste mal wieder sein, um das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern, ein bisschen Action wieder reinzubringen. Ernsthaft, die letzten Spiele waren nicht so der Mörder. Also, die waren schon nicht schlecht. Aber so, ich brauch mal wieder so richtig. Wo man abgehen kann, so richtig. Ragen. Und richtig gefordert wird bis aufs Letzte. Ha! Was brauche ich die mal wieder? Echt? Ich will die Herausforderung. Das Spiel ist sehr schwer, aber auch sehr gut. Demnach gibt's ein 1. Humor ist da. Schwierigkeit ist da. Eigentlich 1 plus, ne? Ja. Euer Stress. Noch nie die Blume geschafft. Das kann ich nicht, überhaupt nicht. Ein sehr, sehr schweres Reaktionsspiel. Wie viel müssen wir denn da überhaupt haben? 15. Vielleicht gelingt's uns ja im Let's Play. Bei Super Monkey habe ich auch gedacht, ich schaffe Examen 10 nie und im Let's Play habe ich es dann geschafft. Ja, guckt euch das an. Unfortunate. Da muss man sich sehr konzentrieren. Immer einen so weit. Und Shop! Yeah. Ha! Ha! Okay.
Okay, soll ich das Timing vielleicht sogar aus? Das hier ist echt schwer, aber... Wow, ich kann's schaffen, Mann! Alter, okay, wenn es jetzt so schnell wird, dann nicht. Alles oder nichts. Und ich habe nichts bekommen. Damit wieder mal nicht geschafft. Nee. Viel zu schwer. Okay, es gibt noch das finale Minispiel hier, der Bosskampf Laserheld heißt das, ne? Ja. Doshi Qui-Gon, ein Roboter erfunden, um die Erde zu verteidigen, um die Erde zu beschützen vor der bösen Vase of Doom, die hier uns mit Meteoriten langweilt. Dieser Kopf, der fast gefailt hatte, der jetzt gefailt, naja, noch nicht. Der verfügt über Laseraugen, mit denen der Kopf in Lage ist, die Erde vor der Zerstörung zu bewahren. Jetzt kommen die bösen Käsecken of Doom. Hat schon ganz nice gemacht, ne? Oh, jetzt ganz kleine Dinge. Fies. Bewegen sie aber auch nicht allzu schnell. Und ich glaube, jetzt kommt die Vase selbst schon als Bossgegner. Genau. Muss man ständig attackieren. Also sie macht auch neue Gegner. Die können manchmal sehr nah an der Erde platziert werden. Das heißt, wenn sie sich nicht mehr bewegt, muss man schon den Laser ein bisschen weiter runter machen, weil dann ja... was aus der Vase rauskommt. Dieser Humor. Ja, das Spiel ist schon ganz cool. Gibt von mir eine 1. 1 plus nicht, finde es ein bisschen sehr schwer. Weil gerade diese Dinger, die kommen, finde ich, ein bisschen zu schnell runter. Mal gucken, was sich jetzt hier ändert. Das ist auch vielleicht ja schon nicht immer sehr souverän hingekriegt. Alter. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich dachte, ich habe versagt. Aber, ne? Noch nicht. Er ist jetzt mit einem mehr. Aber soll das alles sein? Soll das alles sein an Schwierigkeit, die hier mehr dazugekommen ist? Ernsthaft nur ein Gegner immer mehr pro Runde? Oh. Ne, jetzt noch mehr als eins. Oder waren das eben 4? Ich hab's nicht realisiert. Ah, ganz knapp. Bin gespannt, wie es auf hart wird. Das könnte jetzt auch fies werden. Der Käse-Ecke kommt raus. Schwierigere Gegner. Nimmt jetzt alle, die er so parat hat. Eben waren nur immer die Meteoriten. What the fuck? Das Ding ging ja schnell runter. Ha! Gut, läuft bei mir. Bis jetzt noch. Verteidigen. Auf schwer. Direkt gleich verschiedene Sachen. 5, lol. Boah, seid ihr gestört oder was? Bewegen sich direkt zu zweit auf die Erde zu. Meine Käsehängen sind natürlich die gefährlichsten. Oh, wow. Habt ihr jetzt gesehen, wie geil ich das angestellt habe? Ich habe vorhin noch ein paar ausgeschaltet. Oh nein, das wird fies, das wird sehr schwer. Geht noch. Ach du Scheiß, alle Gegner des Spiels. Die sind die gefährlichsten, weil die so schnell runterkommen, ey. Die normalen. Oh, jetzt schon der Bosskampf gegen die böse Vase hier. Der japanische Humor, ne? Ein dicker Mensch als Roboter, der die Erde beschützen soll, mit Laseraugen gegen eine Vase, die irgendwelche Meteoriten hier nablässt. So ein Schwachsinn, ey. Diese Japaner. Deswegen lieben wir sie. Deswegen lieben wir Nintendo. Nein! Boah, wie schnell die jetzt sind, ne? Fuck it. Ich hab es tatsächlich geschafft. Alright. Gut, aber es einmal geschafft. Ich fail jetzt mal absichtlich. Weil wir jetzt ja alles gesehen haben. Ja, ich bin so schlecht. Heute denn ich jetzt sogar, glaube ich. Nee. Oh mein Gott, ich hab's nicht geschafft. Mein Lebensziel wurde nicht erreicht. Muss noch kurz die Welt retten. Danach komme ich zu dir. Nach 140 Mails checken. Dum, da, da, da. Ich bin so gut, obwohl ich es nur dreimal gemacht habe. Na. Darf mich trotzdem abfeiern lassen. Verteidigen. Nö, kein Bock, bin im Ruhestand. Tschüss.
Da verschwand plötzlich die Erde. Alle Menschen starben. Nur der Kopf, der Roboterkopf, der die Erde verteidigen sollte, blieb zurück. Und er hatte keine Lebensaufgaben mehr. Deswegen begab er Selbstmord. Dum, dum, dum. Ja. Gut, Freunde, das war's mit Dr. Krygo oder Dr. Figur. Nee, Quatsch, Dr. Krygo natürlich. Nächstes Part gibt's Naturspiel von Cat und Anna. Dann gibt's noch Wario und dann sind wir eigentlich durch. Dann gibt's noch die ganzen Filme und noch ein bisschen Musik. Random Scheiße. Optionsmodus. Haben wir schon was ausgedacht? Pass mal auf. Soundroom gibt's hier nicht. Sieht man auch mal die ganzen random Sounds. Totaler Scheiß hier. Gehen wir auch mal durch. Im letzten Part oder im vorletzten Part. Und dann gibt's noch mein Fazit und. Naja. So viel gibt's nicht mehr, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal zum Einspieler gehen. Ein Spielen. Ich war ein Part mal an die ganzen Filme hier. Flotte Filme und Charakterintros. Und hier die Credits natürlich mit meinem Fazit. Und ansonsten haben wir nichts mehr, ne? Wollte nur nochmal gesagt haben. Aber dann haben wir das wirklich zu 100% gespielt. Das macht kein anderer. Also, gut, dass ihr bei mir geschaut habt. Muss ich jetzt mal einfach so sagen, weil es wirklich keiner so ausführlich spielt. Zumindest nicht WarioWare Inc. Mega Party Games. Weiß nicht warum, ich finde es ist das beste WarioWare-Spiel. Okay, manche meinen ja immer Smooth Moves, ich finde es nicht so gut, weil es zu viel Bewegungssteuerung ist. Klar wollte man natürlich einbinden, wenn man schon die Bewegungssteuerung hat, aber es funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig bei vielen Spielen und deswegen mag ich es nicht. Deswegen wird wahrscheinlich auch niemals ein Let's Play zu WarioWare Smooth Moves von mir kommen. Naja. Vor allem Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, uns wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, rein.